Hallo, ich habe hier einen schönen Vintage-Kopfhörer von Sennheiser aus den 70er Jahren ausgegraben. Es handelt sich um einen Klassiker, den HD424 von Sennheiser. Ein sehr häufiges Problem bei diesem Modell sind die gelben Ohrpolster, die sich nach einigen Jahren auflösen und zerbröseln. Die gelben Ohrpolster gibt es zwar als Ersatz, jedoch ist das Problem damit nur für einige Zeit behoben. Ich habe deshalb hier einen besseren Tipp für euch. Bei eBay oder anderen Shops findet man passende Ohrpolster mit weichen Kunstledermuscheln. Diese lassen sich ohne großen Aufwand überstülpen, passen perfekt und werten den Kopfhörer wieder beträchtlich auf. Mein HD424 hatte noch das Kabel mit dem stapelbaren Normstecker, wie er seinerzeit auf vielen HiFi-Einlagen verwendet wurde. Mit einem Adapter auf 6,3 mm Klinkenstecker kann man auch andere Geräte anschließen. Will man den Kopfhörer an einem modernen Gerät mit 3,5 mm Klinkenbuchse betreiben, dann benötigt man noch einen zusätzlichen Adapter. Und das Ganze wird zum Beispiel einem Smartphone oder einem Audiorekorder doch sehr unhandlich. Deshalb habe ich auch gleich noch das Kabel ausgetauscht und kann jetzt das gute alte Stück direkt an meinem Audiorekorder anschließen, um zum Beispiel den Ton direkt während der Aufnahme zu beurteilen. Mit diesem halboffenen Kopfhörer ist man beim Tragen akustisch nicht komplett von der Umgebung abgeschottet. Ich hoffe, dieses Video gibt euch ein paar nützliche Anregungen, wie der schöne alte Sennheiser Kopfhörer auch heute noch sinnvoll genutzt werden kann. Falls euch dieses Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen.